Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX Klong Klong. Wir haben neue Post bekommen. Was gibt's denn da? Oh Gott, das ist ein S. Südhöhle 24, oh Gott. Nummer 32, Chaneras Zukunftsvorhersage. Ich verrate dir, wie du ganz leicht die Zukunft sehen kannst. Es hängt davon ab, was du in dem ersten Dungeon des Tages als erstes findest. Ist es Geld, wirst du reich. Ist es eine Beere, wirst du gesund. Ist es ein Apfel, hast du viel Glück. Okay. Nummer 33, Fanclub sucht Mitglieder. Wir geben hiermit die Gründung des Fanclubs Rot und Blau bekannt. Was ein Zufall. Wir sind eine Organisation, die Retterteams unterstützen will und wir suchen neue Mitglieder. Willst du unseren hart arbeitenden Helden nicht auch mit allen Kräften unter die Arme greifen? Plus und Minun. Plus und Minun. Ach, ihr kriegt das schon hin. Minitalis? Was machst du hier? Psi! Dieser Lamprero, ich krieg mich gar nicht mal ein vor Lachen. Oh, hallo, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ich habe da eine skurrile Geschichte über Lamprero gehört. Die müsst ihr euch anhören. Lamprero soll angeblich fast im Meer ertrunken sein. Dabei lebt er doch im Wasser. Wie peinlich ist das denn? Psi! Okay. Lamprero, was ist da los? Was sagst du? Oh, du meinst, was damals mehr passiert ist? Ich bin nicht beinahe ertrunken. Wer erzählt denn so einen Quatsch? Willst du wissen, was wirklich geschehen ist? Ja, bitte. Also vor einiger Zeit war ich auf dem Meer. Einfach so, zum Vergnügen. Ich wollte da so eine Attacke ausprobieren. Ach ja, Taucher war's. Kennst du sicher. Ich hatte unter Wasser richtig viel Spaß. Leider habe ich dabei nicht gemerkt, dass ich aufs offene Meer getrieben wurde. Plötzlich zogen da diese bedrohlichen Wolken auf. Und ehe ich mich versah, tobte um mich herum ein furchtbarer Sturm. Es geht noch weiter. Mitten im Meer erschien plötzlich ein Dungeon. Ich war so schockiert, dass ich Hals über den Kopf davon geschwommen bin. Aber wer hätte das gedacht? Ein Dungeon in einem stürmischen Meer. Also, wo ist denn der Dungeon? Was? Ihr wollt mehr über diesen Dungeon wissen? Ich habe mich schnellstens davon gemacht, also kann ich dir nicht viel sagen. Ich hab's. Vielleicht weiß Velsa mehr darüber. Warum fragt ihr ihn nicht? Ja, dann können wir Velsa mal fragen, ne? Ich habe es aufgegeben, wieder Snowball sein zu wollen. Von nun an lebe ich als Granbull weiter. Schön, dich kennenzulernen. Das ist doch schön. Velsa! Oh, ihr möchtet also mehr über diesen Dungeon im Meer erfahren? Ja, ich habe davon gehört. Angeblich gibt es einen Ort weit vor unserer Küste. Die See dort ist geprägt von starken Stürmen und gewaltigen Wellen. Dieses Gebiet trägt den treffenden Namen Sturmmeer. Dort findet man einen Dungeon, der bis zum Meeresgrund führt. Es heißt, in diesen unvorstellbaren Tiefen, da gelangt keinerlei Licht hin. Die Finsternis verschluckt einen geradezu. Hahaha, ihr seht so aus, als wolltet ihr unbedingt dorthin. Nun ja, dem Ruf des Abenteuers kann man sich nur schwer entziehen. Gebt gut Acht auf euch. Okay, das machen wir vielleicht mal. Simsala! Im Laufe der Jahre haben schon zahllose Pokémon in Retterteams gearbeitet. Viele haben sich Ruhm erworben. Doch wenn du nach dem Größten unter ihnen fragst, da kommt nur einer in Frage. Lucario! Seine Erfolge als Anführer eines Retterteams bilden den Stoff für Legenden. Ich bewundere ihn sehr. Es ist mein Ziel, so gut es geht, in Lucarios Fußstapfen zu treten. Das ist mein Traum. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. So, guten Tag, wir haben sehr viel Geld gefunden, deshalb möchte ich mal irgendwas kaufen. Dum, 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 dum. Zum Beispiel die Echo-Höhle können wir noch kaufen. Warum nicht? Yep. Passt mal auf. Tada! Nice. Okay. Was können wir noch kaufen? Nichts mehr? Okay, super, toll. Hat Spaß gemacht. Jo, danke, ciao. So, wir haben neue Items in der letzten Folge gefunden. Unter anderem Samen, die wir gar nicht wollen. Ne, die haben wir nicht gefunden, aber die... Schmeißen weg. Niemand mag Samen in diesem Spiel. So, wir haben neue TMs. Sehr interessante TMs. Vor allem, Geisterattacken. Oh Gott, mir gehen die Heil-Items aus. Gott. Dann sollten wir mal ganz kurz zu Kangama gehen. Hi, Kangama. Ich
Ich muss ein paar Sachen bei dir lagern, mein Freund, mein Bester, mein Goody. Ach, sichtsam, so ein Rotz. Okay. Passt. Sollen wir dann zu diesem Dungeon gehen? Ich habe Angst, dass es so zu lange dauert. Kann ja sein. Ich würde sagen, wir geben uns erstmal diese neuen Bohnen, diese neuen. Das waren noch Bohnen, oder? Das ist auf jeden Fall letzte Folge bekommen haben. Diese Gummis, genau. Ach, schau mal. Magneton kann sich auch entwickeln, braucht aber auch 4 Entwicklungsgeoden. Dann haben wir aber eine Magnetzone, Leute. Und das Ding. Das haut rein, Leute. Ich sag euch, das Ding haut richtig rein. So, bam. Du kriegst 1. Oh, guckt euch meinen Sprite an, wie cool der ist. So, ich gebe mir meinen DX-Gummi. Warte, was macht denn das? Das steht da irgendwie nicht. Ja, okay. Geben wir uns das mal. Was macht das? Initiative plus 1. Und man kriegt also vielleicht auch immer ein neues Talent. EP-Schub. Erhöht die Anzahl der Erfahrungspunkte, die Teammitglieder erhalten, wenn Gegner dann besiegt werden. Der Effekt wirkt sich sogar auf Pokémon im Retterteam-Camp aus. Je mehr Pokémon als Teammitglieder den Dungeon erkunden, desto öfter. EP-Schub. Wir nehmen EP-Schub. Ja. Ich habe mich gerade einfach ganz schnell dazu entschieden. So, und du kriegst auch mal ein Gummi. Vielleicht kriegst du eine bessere Fähigkeit. Pikachu ist echt kritisch mit den Fähigkeiten. Naja, egal. So, Sturmmeer, oh Gott. Und Solarhöhle? Okay. Ah, hier wird sogar los groß geschrieben, weil da geht's weiter mit einem besonderen Dungeon. Ich kann mal so sagen, es ist ein Dungeon, der später bei unserem Speicherstand eine der Fragezeichen Felder wegmacht. Deshalb habe ich da nämlich Angst. Mehr sage ich nämlich dazu nicht. So, wir haben Solarhöhle, Wüstenregion, Kaskadenteich, Südhöhle und verlassene Insel, aber noch nicht. Deshalb würde ich mich eventuell entweder für eins davon entscheiden oder ich gehe kurz ein wenig offscreen. Also hier leveln. Oder was heißt leveln? Größtenteils Leute retten. Hier zum Beispiel. Die Seltsamhöhle ist nicht mehr so krass für uns, sondern die ist nur U8 bis U8 und wir sind schon krass, auf jeden Fall. Was sind unsere Aufträge hier? Finde Wampel, finde das Item Toller Samen, hilf mir und hilf mir, okay. Übrigens, ich habe ja diese ganzen finde das Item oder bring mir das Item Aufgaben nicht verstanden. Bei den Aufgaben, wo steht finde das Item, da sind die auf der gleichen Ebene. Da ist irgendwie zu inkompetent, das zu finden und deshalb ist es aber trotzdem nicht so schwer. Man muss einfach nur an dieser Ebene sich gut umgucken. Und ja, man kriegt Knüppel für beide. Hier kriegen wir einen perfekten Apfel und Top-Elixier. Okay, dann werde ich das mal machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das gemacht habe. Und dann, ja.
So, ich habe mich nun entschieden, dass wir den Sturmmeer in der nächsten Folge vielleicht anfangen. Mal schauen. Und wir machen heute einer der fünf. Ich würde sagen, wir machen den Kaskadenteil. Einer der drei hätte ich nämlich gewählt, weil die anderen beiden... Okay, verlassene Insel ist nicht so lang. Die können wir auch noch vielleicht machen, aber... Ich dachte, da wir den Sturmmeer demnächst betreten wollen, fangen wir an mit dem Kaskadenteich. Ist ja auch Wasser. Und im Sturmmeer gibt es auch ganz viel Wasser. Deshalb können wir mal ein wenig üben, so gesehen. Übrigens, wenn man auf Start drückt, auf Plus drückt, dann sieht man die Schwäche von dem Bossgegner jeweils. So ist ich nicht. Und jetzt wisst ihr das auch. Und ist cool. Aufbrechen zum Kaskadenteich. Mal gucken, was hier unser Lohn ist. Ich habe ein paar Items ins Inventar gelagert. Die Musik ist cool. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Im Schneegebiet müssten wir die schon mal haben. Hatten, tun, ja, was auch immer. Ich hoffe, hier gibt es keine Erkenntnis-Pokémon, weil darauf habe ich absolut keine Lust. So, U2, das war bisher nichts. Aber da kommen jetzt schon mal die Gegner. Okay, der schläft sogar. Ach, nee, brauchen wir nicht. So, und ich brauche immer noch neue Attacken. Vor allem für dieser Knosp. Übrigens, Ladungsstoß gilt für den gesamten Raum, wie ihr sehen könnt. Und das finde ich einfach krass. Wirkt das Pokémon, gegen die man gekämpft hat, leichter zu mitstreiten werden? Oh, das muss ich aufheben. Das brauche ich. Mach die Kack-Fragia-Beere weg. Ist mir gerade egal. Du, eine hübsche Box, die nehmen wir mal mit. Ich habe übrigens eine Einladung dabei. Ich habe übrigens zwei Einladungen einfach so in Truhen bekommen. Ich weiß auch nicht warum, aber habe ich bekommen. Und ich sage dazu nicht nein, ne? Was tue ich mal weg? Explosivsamen. Sind zwar sehr gut, aber egal. Warte, das Push. Das wäre vielleicht noch sinnvoll. Es war nur für diese Ebene, aber kann man ja trotzdem mal so Sicherheit nehmen. Wenn das jetzt zu kurz wird, dann machen wir noch einen anderen Dungeon, und zwar die verlassene Insel. Die ist ja auch nicht mehr so lang. Oh, Schmerbe. Ich habe schon ewig nicht mehr in einem Pokémon-Spiel gesehen, du, was geht? Dass ich den Namen noch erinnere. Lull, ach, blöde Fall. Jetzt bin ich langsam, ach nö. Ein Kanimani? LOL? Kanimani ist einer der Starter, die man hier wählen kann im Spiel. Und das gibt's ja einfach. So als Gegner, so nebenbei. Kann man rekrutieren oder so. Pikachu hier, nimmer. Okay, hier wirkt es aber sehr, sehr chillig, dieser Ort. Und Smogon. Haben wir schon Smogon? Ich glaube schon. Außerdem habe ich eh fast gar keine Äpfel. Ich muss allgemein bestimmte Items farmen. Belebe-Items, Äpfel oder so. Ich weiß aber nicht, wo ich es genau machen soll. Ich hatte einfach Glück letztens, dass die Illusionshöhle nochmal erschienen ist. Die bräuchte ich wieder. Die war super. Aber ich weiß nicht, ob ich wieder so viel Glück habe. Ach, Pikachu, Ladungsschuss, das war so geil, aber muss das nicht hier immer einsetzen? Das reicht doch mal. Oh, oh, Amnesie. Du, 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 du. Bam, 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 bam. Du, 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 du. Ey, das ist nicht dein Geld. Was soll denn das? Hab ich das erlebt, du? Naja, hab ich nicht. Da ist Smogon. Smogon! Bro, was geht? Ja, wir haben nicht, was ich dir geben möchte. Deshalb, ich, tut mir leid, Bro. Aber wir lassen dich erstmal im Stich. Das arme Kanimani, war das lebt nach 100? Okay, die Gegner werden immer stärker. Tibidibob. Immer mitnehmen. Besser als alles andere. Nehmen wir den Stopperob weg. Dafür. Ich weiß, das ist ein Gegner, Leute, aber das ist gerade mir sowas von egal. Weiter geht's. Es tut mir wirklich leid, Smogon, aber wir gehen jetzt weiter. Dumm, 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 dumm. Ich habe das Gefühl, ich kann schon mal einfach alles. Aber ich finde cool, dass wir jetzt einen Magneton haben. Und natürlich auch einen dieser Knosp. Zwei sehr coole Pokémon. Oh Gott, zwei Kanimanis. Also die kann man hier rekrutieren, wenn man Bock hat. Weiß ich,
Es gibt immer, ich sehe immer in meiner Recommended List auf YouTube so Leute, die machen so Top 10 oder die besten Starter von Mystery Dungeon. Und da denke ich mir so, muss das sein? Und jetzt, wo ich hier so einen Kanimani einfach so random in dem Dungeon sehe, kann ich mir gut vorstellen, dass Kanimani unten ist. Ganz weit unten, weil man kann man ja einfach hier bekommen. In einem Dungeon, der direkt nachdem man die Hauptstory durch hat, finden kann. Verdammt! Okay, der hat mich down bekommen. RIP. Oh nein, hier gibt's auch eine Erkenntnis. Bitte sag mir nicht, es ist ab jedem Dungeon so. Ich spiele es mit Magneton. Ich hab Bock mit Magneton zu spielen. Oh ne. Aua. Was ist denn das? Weg mit dir. Ey, was soll denn das? Hau ab. Ich finde aber Magneton ist ein wenig zu kantig. Das ist mir schon bei der Entwicklung aufgefallen, dass mir Magneton etwas zu kantig ist. Bam. Bam bam bada du 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 du. Was haben wir denn hier Schönes? Schlaforb können wir einsetzen. Einfach mal einsetzen alles. Ja, können wir auch mal einsetzen. Vitalität des Pokémon ist, ich vermute mal, einfach stärker oder so. I don't know. Vielleicht mehr Verteidigung. Ne, geben wir mal keine Sinnebeere. Was? Das ist nah gefunden, Pikachu. Wird es von einem Punkt eingenommen, erhöht sich dessen Angriff. Der Effekt ist permanent. Ja, dann auf mich. Dann werde ich mal stärker. Das ist doch cool. Oh nein. Einer von uns beiden wird sterben. Oh Gott, das sind zwei Pokémon. Jetzt habe ich Angst. Ich wollte dich erstmal wegmachen. Tschüss. Dun, 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 dun. Und dann auf das andere Pokémon zu laufen. Bam! Bam! Es ist tot. Okay. Ich bin überlegen, soll ich nicht vielleicht. Oh nein. Ich habe Angst. Nein! Ich sollte dieser Knosp rufen, oder? Wahrscheinlich klüger. Miltank? Lol. 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 Das ist ja cool. Ah, okay. Ja, dann setze ich jetzt ein Team Belebop ein. Oh nein, jetzt kriegt Felino eine Erkenntnis. Och nö. Dun, 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 dun. Du, 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 du. So, Bisaknosp, lebe! Magneton, lebe! Epic! So, und ich gebe euch beide mal direkt ein Top-Elixier zum Trinken. So, Pikachu kriegt jetzt auch noch eins, nachdem er tot ist. Eigentlich nachdem er tot ist, aber er könnte doch jetzt gern bekommen. Wenn die B-Taste mal funktioniert, manchmal will ich einfach nicht. Okay, cool. Weiß nicht, ob das am Spiel liegt oder an meinem Controller. Kann es gerade nicht sagen. Definitiv etwas Nerviges. So, und ich nehme mich gern mit. Miltank sieht man nicht alle Tage. Kriegst sogar meinen großen Apfel dafür. Oh, yes, wie cool. Hat eine Fähigkeit. Unnachgiebigkeit. Okay. Hatten wir. Oh, Milchgetränk. Oh, yo, danke. Kann er Walzer? Dann kann er was. Also kann auch sowas, aber. Man muss einfach Miltank die richtigen Attacken geben. Man braucht mit Miltank einfach die richtige Taktik, dann kann auch gut sein. Sowas, was Bianca nicht wirklich drauf hat. Was? LOL, Carpador! Oh, ich würde einen Carpador mit haben. Das wäre voll cool. Yo. Carpador Beste. Dum, 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 bam. Du, 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 du. So, U9. Es fängt an zu regnen. Das heißt, Wasserattacken werden verstärkt. Und
Feuerattacken werden geschwächt, sowohl wie die Attacke Donner trifft hundertprozentig. Und da ich gerade fast tot bin, würde ich sagen, ich, da gebe mir mal eine Sinelbeere. Danke. What? Was ist da gerade passiert? Du kriegst richtig krass. Elektroball. Sei der jetzt noch am Leben gewesen, ne? Kann. Ah, warte mal, Magneton kann doch drüber fliegen. Da kann doch hier drüber. Yes, weil der hat der Schwebe. Was ist das? Oh, lol! Was ist das? Oh, yes, wir haben eine Einladung. Alter, wie viel Glück kann man nur haben? Oder scheinen die nur, wenn man eine Einladung hat? Okay, es ist nur ein Mogelbaum, aber Mogelbaum ist mehr als kein Mogelbaum. Hi, Mogelbaum. Wollen wir Freunde sein? Wir kommen rätselhaft nach Haus. Wie verbringt mit Mogelbaum eine schöne Zeit? Mogelbaum ist besser Laune und will ins Abenteuer mitlaufen. Attackenschub. Okay, gerne. Erhöht bei allen Teammitgliedern die Anzahl der Attacken-EP. Die Pokémon für die Einzel. Achso, okay. Ich dachte, das sah krass aus, aber passt schon. Okay, Mini-Belebersamen. Team-Beleber-Orb. Eine Truhe. Noch eine Truhe. Apfel. Und großer Apfel. Warum können wir immer so viel tragen? Okay, jetzt können wir aber nichts mehr tragen. Naja. Das ist doch cool. Achso, da können die anderen ja nicht rauflaufen. Okay. Das ist echt cool jetzt. Hat die Einladung echt was gebracht? So, ich würde gerne wieder mit mir spielen. Das hat sich falsch angehört, aber also meine ich das nicht. Okay, was haben wir hier? Ein Stopper-Orb. Brauchen wir nicht. Gehen wir weiter. Also es läuft. Oh, Sonnenkern. Eins der schlechtesten Pokémon, die es gibt. Und genau deshalb ignorieren wir es. Nein, nicht deshalb. Aber warte mal, hier ist ein Boss-Gegner. Gegen den würde ich halt schon noch gerne kämpfen, to be honest. Ja, Igelsam muss ich wegmachen. Ich werde das verlernen. Das nächste Mal, wenn ich diese Knospen-Attacke lernen will, dann weg mit Igelsam. Ist normalerweise eine gute Attacke, aber in diesem Spiel ist sie viel zu schwach. Ich bin einfach gestorben. Okay. Ja, gib mir mal die Mini-Belebersamen, die ich vorhin gefunden habe. Nein, du auch! Okay, die muss ich auch eingeben. Verdammt, nein, ich hab's gewusst. Wie das rumzappelt. Ich finde die Animation in diesem Spiel einfach so gut. Pikachu, Level 35. Yes, nice. Boah, ich bin aufgestiegen. Ja, voll krass, Digga. Oder Luxusbar. Ja. Die nehmen wir mit. Die nehmen mal mit. Genau. Deutsch ist erste Sprache, ne? Ja, Deutsch ist wirklich meine erste Sprache, aber weiß ich gerade nicht so angehört. Ein Wampel. Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe keine Äpfel. Ich kann euch nicht helfen. Ich müsste mal Äpfel farmen gehen im ersten Dungeon im kleinen Hain. Da gibt es voll viele Äpfel. Oder? Gab es da welche? Ansonsten in der Donnerhallhöhle gibt es bestimmt welche. Da war gerade ein Shigi. Habt ihr es gesehen? Da war gerade ein Shigi. Digga. Dass es einfach Shigi gibt. Das ist ja cool. Ey, Wampel, wo versteckst du dich denn? Sag mal. Ah, hier. Danke. Tschüss. Voll gemein. U13. Dann. Okay, hier schon die Treppe. Ich bin schon gespannt, ob wir irgendwas dafür bekommen, dass wir diesen Dungeon machen. Manchmal ist es ja so. Also es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und das nur wegen. Oh, da waren nur Tutsel. Ich meine, die Weiterentwicklung. Wegen der Einladung. Hä, wer denn? Magneton? Magneton, der Beep, meine ich. Beep, beep. Ein Öhrer-Level. Lichtkanone, das ist eine gute Attacke, glaube ich. Fügt dem Gegner Schaden zu und senkt manchmal dessen Spezialverteidigung. Hatten wir das nicht schon mal? Also, das ist eine richtig gute Attacke. Ja, besser als Magneton-Bombe, würde ich persönlich sagen. Das ist eine Spezialattacke, das ist eine physische, aber. Direkt fällt in. Direktes Feld in Blickrichtung und vier Felder in Blickrichtung.
Aber das hier ist doch stärker als Magnetbombe. Und Spiegel-Self ist halt immer noch gut. Ja, mach mal Magnetbombe weg für Lichtkanone. Jo! Nice. So, ein Morabel? Was macht ein Morabel hier? Wie cool. Okay, kann man nicht weiter. Da können wir nicht weiter. Oh Gott, das sind zwei Gegner oder was? Ey! Hab ich das erlaubt oder was? Das ist ein Lombrero. Das ist die Weiterentwicklung von Lotuzu. Lombrero. So, dann killen wir erstmal. Hiya! Nice. Es wird uns nachjoinen! Nachjoinen, ja genau. Ja. Warum nicht? Aber ich werde dich nicht heilen, du, ne? Ich sag's dir nur. Also, wenn du down gehst, dann gehst du down real life. Ah ja, keine Lust mehr zu. Oh, 15! Oh, ein weiterer Bossgegner. Komm mal her, du! Warum bist du im Schläfen? Jetzt bist du nicht mehr am Schlafen. Bam! Bam! Okay, 50 Damage habe ich gemacht. Okay, nice. Der sollte schon so 100 Schaden oder so genommen haben. Oh, verdammt. Der macht mir sehr viel Damage. So ist besser. Da können schon mehrere Pokémon auf ihn einschlagen. Wie das Spiel kurz gelaggt hat. Ey, Miltank wäre ja richtig gut für unser Team. Ich glaube, Miltank kommt so wirklich, wirklich ins Team rein. Wir werden ja, ich vermute mal, wir werden durch bessere Ränge auch mehr Plätze demnächst haben in unserem Team. Wir haben ja jetzt gerade nur 3 Plätze. Oh, ich krieg ein Level up. Nice, Level 39. Lass ich gerne. Yes, Synthese. Ich hätte es schon mal erlernen wollen. Aber ich wollte nicht. Aber jetzt mache ich's. Weil ich dachte, erstmal Igelsam wäre besser. Aber jetzt entscheide ich mich um. So, die Luxusbox. Die nehmen wir mit. Und das setzen wir ein. Für Pikachu. Denn der braucht das ganz schön dringend. Hey, Morabel, mein Freund. Wie geht's? Wie steht's? Hey, lass unsere Freundin Ruhe. So, da oben ist noch ein Item, wahrscheinlich Geld. Nein? Lahm Orb, okay. Da unten ist noch ein Pokémon. Ach, das ist ein Morlord. Die Weiterentwicklung von Felino. Ja, ich kenne mich schon aus, okay. Ich bin Profi. Bin ein Freak. Pokéfreak. Ha, der Pokéfreak bei Ovelsa. Welsa ist so ein cooles Pokémon. Ich wollte früher immer dieses Welsa auf der Overworld rekrutieren, aber konnte ich natürlich nie. Aber hier wäre das voll geil. Tempo Orb, das wäre super. Gib mal her. Was? Gott. Okay. Okay. Ja, das Spiel hat manchmal schon wenig Probleme, weil es gerade so viel los ist. Aber es ist okay. Ist schon okay. Das haben mehrere Switch-Spiele, von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ich bin das schon mehr oder weniger gewöhnt. Und natürlich, unten rechts waren wir noch nicht. Und da ist dann höchstwahrscheinlich der Ausgang. Hau mal ab, du! Verdammt, ich krieg Damage. Dankeschön. Ich sollte vielleicht was essen. Ja, oder nein, warte. Ich spiele einfach mit Pikachu weiter. Ja, ich spiele einfach mit Pikachu weiter. Und keine Ahnung, was für ein Item das ist, aber ist mir ja egal. Bam, 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 bam. Weiter geht's. 17, wir sind fast durch. Was gibt's denn noch? Aber Pikachu nimmt auch so viel Essen. Oh, eine Stolperfalle, da wären wir fast drauf getreten. Bam! Nice, danke, Bisa. Ich mag die Musik im ganzen Spiel, du. Badada, die ist einfach so gut. Du.
Warum geht Mogelieb eigentlich über zwei Felder? Kann mir das mal jemand erklären, wie das möglich sein soll? Oh nein! Oh mein Gott, na, ein bisschen. Welche Platte bin ich draufgetreten? Oh oh. Oh, welche Platte bin ich draufgetreten? Egal, anscheinend. Quappo, du stehst im Weg, hau ab! Warum ist hier überhaupt ein Quappo, Digga? Aber warte mal, wir können doch theoretisch hier bleiben. Ich meine, hier kriegt man richtig viele Erfahrungspunkte, wenn ich nicht sterben sollte. Maula, du musst schon noch entwickeln für eine Mega-Entwicklung, ne? Hä, hey, warum greifst du den an? Ich hab doch nicht ge. Ja, ich kann's verstehen, aber. Vielleicht nicht so toll. Das hier ist nicht gut. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Ach, stimmt, der kann ja ins Wasser, weil er ein Wasser-Pokémon ist. Ah, danke schon für die Heilung. Als ob da hinten auch noch ein Gegner ist. Moment, Moment, das muss ich nachchecken. Wie lange so eine Runde dauert? Warum kann ich nicht vorspulen? Mann, das ist nervig. Oh Gott, da ist noch ein Welser. Okay, erstmal das da. Gut, der ist down. Und ich bin leider auch tot. Nee, belebt mich nicht wieder. Okay, das hat gerade mich gelaggt. Ja, jetzt muss ich versuchen, alles zu skippen, wenig. Warte, ich gucke in die Richtung. Nein, in die andere Richtung will ich gucken und dann mein Team Beleber Orb einsetzen. Oh, diese Spawn dort. Warum? Das ist definitiv nicht gut. Ja, Mogelbaum heile ich mal. Das ist eine gute Idee. Welser ist jetzt eh tot. Nice. Gut gemacht. Budim. Dürfte ich bitte nach... Danke. Ich will nach Hause. Du kannst auch... Ich will nach Hause. Du kannst auch gerne gehen. Nö, Sombrero wird sterben. Das ist mir egal. Wie gesagt, ich fährt ihn nicht heilen. Wenn er stirbt, dann ist er tot. Aua. Lichtkanone. Verdammt, ich bin nicht effektiv gegen die, weil meine Elektro-Attacke kaputt ist, du. Okay, ich mach kurz Elixier. Das dauert mir zu lang hier. Hat sie gereimt. Lull. Yes, gut gemacht, Miltank. Ja, okay, RIP. Warte, warum macht Donnerschock gar nichts? Ist doch Wasser. Ampel leuchtet normal? Muss ich das verstehen? Ich check's nicht. Ich check's wirklich gerade nicht. Ey, ich glaube, ich tue Miltank wirklich ins Team. Der ist ja richtig cool. Der hat einfach ein Milchgetränk. Das ist eine richtig krasse Attacke. Nein, nicht sterben, bitte. Warum greift ihr alle ihn an? Oh! Sorry, ne, aber ich belebe ihn nicht wieder. Ich habe gleich eine Lust dazu. Ach, Morlot auch noch eine Kenntnis. Meine Güte. Wie heißt es eigentlich auf Englisch? Das würde mich sehr interessieren. Hau mal ab, du. Nee, du. Ja, komm, du kannst mitmachen. Aber du wirst nicht geheilt. Das ist noch ein Kompromiss, würde ich sagen. Oh nein, er setzt Geduld ein. Auf den oberen. Wenn der angreift, dann sind wir alle tot. Okay. Oh, Kack. Nein. Mann, es dauert so lange. Es ist irgendwie langweilig. Das ist ein Barsch war oben. Das ist auch cool. Ich schiebe euch mal alle rein. Okay, soll ich vielleicht mit Pikachu machen und nicht mit Bisasam? Sprengfalle. Oh oh. Kriegt er das hin? Lass mich bitte mal durch. Ich muss hier lang. Ihr steht mir alle hier im Weg. Nein, warte. Wer macht denn so eine Falle? Oh, ne. Oh Gott. Oh Gott. Sie sind überall Fallen.
Altes mit X-Symbol. Was? Was? Nein, was? Worum geht's? Ich hab nicht. Ich check grad gar nichts mehr. Lass mich zumindest in die nächste Ebene. Ich verstehe nichts. Hilfe! Was passiert hier? Es ist zu viel auf einmal los. Oh Gott, hör auf, lass mich in Ruhe, hau ab. Ich muss hier durch, ich bin Arzt, ich muss durch. Oh Gott. Okay. Die Ruhe vor dem Sturm, wortwörtlich. Okay. Was heißt das, wenn da X drauf ist? Ich hab's nicht lesen können. Aber ich vermute mal, das heißt dann, dass es schlecht ist, deshalb... ablegen. Wollen wir dann wahrscheinlich nicht haben. Hi, tschüss. Hey, immer halblang, mein Freund. Ja, gib mir mal Heilung. Ist ganz gut. Dun, 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 dun. Hey, hau mal ab, Mann. Meine Güte, was soll denn das? Nee, jetzt lohnt sich eine Wiederbelebung auch nicht mehr, glaube ich. Dankeschön. Wir pushen uns. Nehmen das Item hier mit und werden wahrscheinlich das Korpo killen müssen. Ruhe Synthese. Nice. Er darf sogar zweimal angreifen. Perfekt. Oh oh. Nein. Oh Gott. Digga, stell euch vor, es gäbe ein mega Quapo. Wäre zwar mega geil. Aber auch, mega nicht so geil. Was heißt das hier? Kann ich nicht einsetzen. Warum? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ist das ein Fake-Item oder was? Okay, ist down. Und ich krieg Damage, deshalb gehen wir mit Magneton. Komm schon, wir sind gleich beim Ziel. Ja, heil mich mal bitte. Hau ab. Oh, was ist denn das? Hab ich das erlaubt? Oder was? Hä? Was willst du? Was kommst du so gefährlich nah? Ach, denkst du auch nur du, ne? Ey, nein. Ach, Leute, bitte. Bitte macht das nicht. Nein, als ob. Ich kriege die Krise, du. Und er lebt, und er lebt. Und er lebt ja auch immer noch. Hau einfach ab. Endlich. Da unten ist ein Pokémon, aber es ist mir gerade egal. Oh nein. Nein, Mogelbaum. Mogelbaum. Halt, Mogelbaum! Austrocknungsorb. Keine Ahnung, was es ist. Nein! Wie, du willst nach Hause? Ja, halt, Mogelbaum! Ich muss zur Treppe! Hilf doch, Mogelbaum, Mann! Wenn er gleich down geht wegen euch! Dann bin ich sauer! Pikachu, kein Bock! Ja, Welser, finde ich cool. Nee. So. Nach oben, nach oben, nach oben. Ich muss einmal... Nein, warum? Ich hab doch oben gedrückt. Digga. Oh mein Gott, Entwicklungssteine. Leute, Entwicklungssteine. Zwei sogar. Entwicklungs-Item. Das ist ein wertvolles Item, das bestimmte Pokémon für ihre Entwicklung benötigen. Setz es in der Glitzerhöhle beim Welserweiher ein. Digga, wie geil. Die sind wichtiger als alles andere hier. Okay, das war cool jetzt. Okay, hier kriegen wir also zwei Entwicklungssteine. Das merke ich mir. Vielleicht komme ich hier öfter mal vorbei. Gut. Das haben wir dann abgeschlossen. Wir kriegen eine Sinelbeere. Regenbogengummi, Intensivticket, so ein Rotz. Carbon, Regenbogengummi und Regenbogengummi. Alles klar. Hm. Miltang! Yes! Bitte! Nice, echt cool, das ist echt cool. Wer noch? Mogelbaum definitiv. Du kommst auf jeden Fall mit.
So, was haben wir noch? Wir haben noch Morlord, aber der kommt nicht mit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Pussywertung da und dann, wisst ihr Bescheid, geht's beim nächsten Mal wieder so richtig kratz weiter hier. Haut rein! Ach ja, und bevor ich gehe, hab ich ganz vergessen, wir haben noch ein paar Zeitungen zum Lesen und das wollen wir noch machen. Da kommt auch gerade Pelipa. Ey, lest mal die Zeitung! Klonk! Voll geil! Ja, ist ja okay, ich lese ja die Zeitung noch, bevor ich gehe. Ups. Ja komm, lese erstmal alle. So. Und dann lesen die Zeitung. Giflors, gewichtiges Problem. Giflors sind überall für ihre prächtige Blume bekannt, doch nur wenige wagen sich in ihre Nähe, da sie hochallergene Pollen ausstößt. Giflors beklagen sich außerdem über das hohe Gewicht der Blume, was schnell zu Ermüdungserscheinungen führt. Nummer 35, Seerettung, erfolgreich. Das war übrigens gerade 34. Seemon, der Anführer von Team Seedrachen, teilte uns mit, dass es seinem Team neulich im Rahmen einer Hochseerettung gelungen sei, Tentacher im Sturmmeer zu retten. Der Klient Corazon war über dieses Ergebnis doch hoch erfreut. Tentacher dazu: Ich wusste nicht, dass es mich so weit hinaustragen würde. Nummer 36, Bummelskissen, schlaf gut. Plagen dich häufiger Schlafstörungen? Dann haben wir gute Neuigkeiten. Ein neues Produkt ist in der Entwicklung, welches das Leben schlafloser Pokémon revolutionieren wird. So wie Relaxo. Das Bummelskissen. Sein bloßer Anblick genügt schon, um einen in den Schlaf zu lullen. Der Entwickler wird zwar bereits mit Anfragen überhäuft, doch die Produktion des Kissens geht bisher eher schleppend voran. Alright.